CoreGamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Ich bin Saul. Ich bin Rockstar. Ja, und wir sind in Blackgate. Again! Again! Das ist das schlimmste Gefängnis, das ich mir hier vorstellen kann. Zwei Gefängnisausbrüche in einer verfickten Nacht. Ja, passiert. Sag mal, schlafen die hier denn? Nein. Doch, tun sie. Ja, wir haben über Batmans Psyche mal wieder rumdiskutiert. Das, ohne Scheiß, das ist aber auch ein Thema, ne? Das kannst du. Ja, das kannst du ellenweit aufschlagen. Ja. Harley Quinzel! Hm. Da ist denn noch Dr. Harley Quinzel, ne? Sie, ihr Name ist ja auch eigentlich Harleen Quinzel. Harleen das ist übrigens Quinzel auch lustig, genau. Wenn du die Episoden von Arkham spielst und diese Episode mit ihr spielst, ja, wenn du in diese Psycho-Vision wechselst bei ihr, dann hörst du teilweise Harleen Quinzel mit Harley reden. Okay. Ist sehr lustig. Ach, da haben wir wieder Bugs. Ja. Da ist der Runner wieder. Der Runner. Oh, sehr ungeil. Versucht er den einen da umzurennen? Keine Ahnung. Nee, auch die Charaktere. Also, so vielfältig wie Batmans Psyche ist, so vielfältig sind ja auch die Charaktere. Nee, er läuft gegen die Leiter. Er versucht die Leiter umzulaufen. Nice. Mal was gucken. On me! I got him! Ah, das ist natürlich ungeil. Aber, ne. Ging eigentlich. Es ging eigentlich, ja. Ist toll, wenn die nicht sehen. Ja. Vier Leute! So kann man das auch machen. Wir haben wieder das Spiel ausgehebelt. Vier Leute auf einmal. Boah! Batman-like. Junge, bin ich stylisch oder was? Ja, dir passieren auch nur diese guten Dinger. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, ich weiß. So wie damals, als ich bei der Pinguin raus bin, ne? Ja. Das genau derselbe Scheiß. Das war auch so lustig. Ups. Mein Fehler. Einen guten Plan, jetzt auf Dauer. Hm, das wird nicht klappen, Jungs. Dude, that's not happening. Zustand, wenn ich da immer lese, Zustand bewusstlos. Ja, ist eine nette Umschreibung für Zustand komatös. Maybe. Was war das denn? Da waren es nur noch zwei. Zwei, ein Sniper und einen mit dem Maschinengewehr. Mhm. I gotta figure a way out of this. Der bleibt da oben, denke ich mal. Ah, das war jetzt knapp. Nimm ich dich halt so. Ja, komm, der Geist ist da oben noch ein bisschen rum. Lass sich direkt dahin schwingen, durch die Nacht flattern. Flatter, flatter und der ist auch weg. So. Der liegt gleich umgekehrt. Und hier ist sie. Die liebreizende Harleen Quinzel. Guck mal, so crazy sieht sie jetzt noch gar nicht aus. Nee, gar nicht. Are you okay? What's it to you? You were almost killed. Occupational hazard. Aber hier ist sie schon crazy, ne? Noch nicht ganz, aber look, sie ist dem Joker ein wenig verfallen. He's in the Panopticon. And he's waiting for you. Weil es ist ja so, er hat ihr erzählt von der besonderen Person, auf die er getroffen ist. Er redet natürlich von Batman. Ja. Aber sie denkt jetzt, dass er von ihr redet. Ja. Das ist unser letztes Charakterprofil. Nice. Wunderschön. So. Wir haben jetzt natürlich bei den Profilen noch nicht alles, eben weil uns vier Audio-Tagebücher fehlen. Ich glaube von ihm eins und von ihm drei, von dem Pinky
und eins halt, was wir durch die Dings kriegen, durch die. Okay. Durch die Fall hier, durch den Dingens. Ach, guck hier, den Brand in der Coven, die haben wir auch noch nicht untersucht, egal. So, wir gehen direkt ins Madhouse und das Lustige ist, damit endet quasi offiziell eigentlich das Spiel. Inwiefern? Das ist jetzt die letzte Begegnung. Na, okay. Danach ist das Spiel zu Ende und wir bekommen die Credits. Und danach kriegen wir halt die letzte Nebenmission und können den letzten Datenbetreuer verhören und dann können wir auch die letzten Teile holen. Ah, okay. So, deswegen wurmt mich das so, weil man das Spiel halt quasi nicht schön abschließen kann. Ja. So, das ist zum Beispiel etwas, was man kennt, wenn man Arkham Asylum gespielt hat. Das Joker hier mit ganz viel Pfeilen und so einem Scheiß. Ne? Also er ist schon ein bisschen crazy, ne? Auf jeden Fall. Deswegen, Batman ist ja auch zum Beispiel sehr klar, ist ja auch sehr bewusst, dass dieses Spielchen, was er mit Joker treibt, das wird so lange gehen, bis einer von beiden drauf geht. Das ist ihm durchaus klar. Aber ganz spontan, wie wir auch heute immer wieder sind, sagen wir auch einfach, dass wir zum Beispiel jetzt diese Szenen, die wir jetzt hier sehen, im Nachhinein als letzte Folge hochladen und das, die gesammelten Datenpakete plus hier die letzten Nebenmissionen dazwischen schieben. Ich weiß gerade nicht, wo du aufgehört hast. Weil, wie gesagt, es hört eigentlich nicht schön auf. Also, ich wüsste jetzt nicht, wie man das schön arrangieren könnte, weil dazu war der Cut jetzt zu hart. Nein, nein. Ich erzähle das später nach der Aufnahme. Wir gucken das gleich. So. Oh, schon wieder ein S. Mein Gott. Das mit dem Toilettenpapier verstehe ich nicht. Ich meine, alles andere verstehe ich, aber das Toilettenpapier. Er ist halt der Joker. Man muss ihn nicht verstehen. Wie er schon in Dark Knight sagte, nimm einen Schuss Anarchie. Ja, das ist... Er ist erst Anarchie. Apparently the Joker's afraid of me. Hi. Wouldn't let me out. And for good reason. I don't like having my time wasted. You should have known trying to kill me was a waste of your time. Well... You won't have to worry about that anymore. Not unless someone else puts up 50 million bucks. I wasn't worried. Ja, der liebe Deathstroke hängt hier in der Gefängniszelle. Und Joker will ihn offensichtlich nicht rauslassen. Offensichtlich nicht, nein. Was sehr, sehr lustig ist, wir müssen die Credits auf jeden Fall durchlaufen lassen. Ja, klar. Nein, weil während der Credits ein Gespräch stattfindet. Zwischen? Quincy Sharp und einer Fernsehreporterin. Ah, okay. Ricky Wayne? Ja, und das Lustige ist, dort wird er quasi, dort sagt er, dass er jetzt Arkham leiten wird. Mhm. Also Arkham Island, das wieder öffnen wird. Leute, ich sehe nichts. Schockhandschuhe. Shit. Oh no. Ach komm, hauen wir ihn die Fresse ein. Es geht ja so nicht mehr weiter hier. Ja, wenn du schon die Gadgets hast, dann kannst du die auch ruhig benutzen. Das ist kein Thema. Ich will jetzt ja nichts sagen, ne? Aber 82er Kombo, Junge. 88, 90, kriegen wir die dreistellige Zahl hin, die magische 100. Was meint ihr? Und da ist sie, da ist sie. Gewesen. Dann war sie weg. Wie sie gekommen ist, ist sie wieder auch weg. Das war auf jeden Fall ein Wrestler-Move. Den hatten wir auch schon öfter. Kannst du wieder haben, Arschloch. Der eine wollte gerade aufstehen. Ja. Boah, Alter, kriegst du so eine Holzkiste vom Kopf? Hier, halt das. Boom. Überleg mal, du stehst gerade wieder auf. Bäm, Alter. Kriegst voll die Holzkiste an der Rübe. Ui. Extrem.
Welche Wertung hast du bekommen? Kein S. Weil ich einmal getroffen wurde. Aber 11.250 Bonus. Nur dafür, dass ich, was ich gemacht habe. Ja, ist nice. Ja. Stufenmaschig. So. Oder auch nicht. Ja. So, hier geht's jetzt weiter. Oh, Freunde. Freunde, du, ja, wir wollten nur ein bisschen abhängen miteinander. Ist das okay für euch? Ah, da sind auch so Banes, Venom-Typen. Fuck. Ich muss mal eben ein bisschen aufräumen, das geht so nicht weiter. Du, geh mal weg. Ja, sind da nochmal diese Kontertypen. Es geht auch nicht weiter, klar, ne? Mit denen. Och, es gibt Schlimmeres als die. Ja, natürlich gibt es Schlimmeres, aber... Naja, ich mag die nicht. Genauso wie die großen Gepanzerten oder die großen Riesen. Ich weiß nicht wieso. Sind die doch bei Arkham Knight? Ja, ich weiß, die großen gepanzerten bewaffneten. Mit Schokohandschuhen und bewaffneten. Ja, die alles haben. Ja. Diese besonders geil. Wo du so schöne denkst, noch, alles. Naja, wo du so denkst, Alter, wollte ich die alle verarschen oder was? Ja, mit der Zeit wurden die Arkham-Spiele auch teilweise ein bisschen schwerer, ne? Da kommt raus, dass der kleine Bruce eigentlich früher ein Wrestling-Fan war. Nee, selber Wrestler war. Was? Versteht der Fuck the Show? Es steht doch Fuck the Show, oder nicht? Ja. Fuck the Show, okay. Wir ficken die Show. Whatever! Ah, okay, nee, wir sind doch noch nicht ganz am Ende. Okay. Zuerst kommt noch ein kleines Spielchen mit Bane. Den hatte ich schon wieder ganz vergessen. Let him go! I understand you. You had a chance to let me die, and you didn't take it. I bet right now you're wishing you had. I've killed a lot of people. I brought the city to its knees, crippled the police force, and it's not even time to unwrap our presents. Chip it! Let's do this. Okay, okay. So, what our friend Bane holds in his hand is a heart monitor. Once he clamps it on, every beat of his bacon little heart will charge the battery on this electric chair. And when it's fully charged... So either you kill Bane... No, I won't kill him. But you will. You will fight me with all your resolve, or you will die. Someone is going to die. You, me, or the clown. The question of which one of us it is in your hands. Das ist natürlich ein crazy Ding, was er jetzt hier gerade gemacht hat. Ja, klar. Aber der Joker ist nicht der Joker, ne? Wenn er nicht einen Ärmel hätte. Ja, also es ist definitiv der Joker. Also so gestört kann nur der Joker sein. Ach, fu. Fu, Blatt. Das behauptest du vielleicht. Oh, and just in case either of you were thinking smart, trying to remove the heart monitor in. More men's meat on the walls than a house made of. Ja, das Spielchen kennen wir ja schon. Wobei er ist jetzt auf Dauer. Das habe ich vergessen, Entschuldigung. Und jetzt werde ich hier gerade. Jetzt wird mir hier gerade die Scheiße aus dem Leib geprügelt. Könntest du bitte aufhören damit, Bane? Nein, so nein, nein. Er will nicht aufhören. Wer will das je? Der hat dann auch mehrere Phasen wieder, ne?
Oh. Ja, und er hat uns gerade das Genick gebrochen. Deine Rücken gebrochen. Aber das gehört, das gehört zum Spiel dazu. Okay. Don't move! Maybe you should move. Oh, good lord. Careful, Jim. When that chair goes off, that's 2,000 volts. You won't make it. You don't need to. Sei doch. Jim. Have a seat, Jimbo. We'll fry together like two little potato latkes. Jetzt kommt Betsy natürlich wieder eine Idee. Kill you again. May you find the peace in death that you did not find in life. I'm not looking for peace. Use my shock gloves to temporarily stop Bane's heart. It's my only hope. Hilfe! Hilfe! Wo ist Bane? Da ist Bane! Geh weg! Dafür, dass unser Rücken jetzt gebrochen ist, sind wir noch ziemlich gut agil, ne? Ja. Das ist ja auch so eine Storyline, wo Batman mal den Umhang abgesetzt hat. Okay. Weil? Weil Bane ihm das Rückgrat gebrochen hat. Ah, das wird ja auch in Dark Knight Rises thematisiert. Aber das war wirklich mal so schlimm, dass sogar die anderen, also seine Buben da, seine Position als Batman übernommen haben. Okay. Weil er wirklich gar nichts mehr machen konnte. Ich bin in der Masse sicher. Die Masse ist ein Umhang. Ja. Und nochmal, ab in den Rücken. Wow. Bane, kannst du bitte mal aufhören, weniger durchzudrehen, bitte? Danke. Das wäre super geil. Jetzt ohne Scheiß mal. Boah. Na, und dann kommen noch die dazwischen, ne? Das ist immer schön. Dicht. The game is over, Joker. Let Captain Gordon go. Yeah, put the gun down, freak. How about I put you down? Gordon! Well, that's the Christmas spirit. Well, I'd love to stay and celebrate your victory, but I've got stockings to stuff, mistletoe to hang, and about 15 skyscrapers to blow up before sunrise. Ciao! Ist ja schon komm, dass wir wieder überziehen. Glad you had your vest on. He's got my gun. Gordon, Joseph, I need your help to stop the Joker. Our help? You're the so-called vigilante. Or is one kill enough for you tonight? Bane's in cardiopulmonary arrest. I have only minutes to resuscitate him before it's too late. You mean you didn't? That's not how I do things. Now go. Oh. Ja, und dann dieselbe Szene nochmal. Mit, wie mit unserem lieben, Reanimieren, ja. Come on. Choice, Mr. Wayne.
So, und jetzt kriegen wir ihn natürlich mehr die gestaltete Eigenschaften. Einen primitiven Muskelpotz. Ja, wir wissen ja noch, was Bane gesagt hat, dass auch Erinnerungsvermögen dadurch gelöscht wird. Ja, ja. Der psychische Verfall wird fortschreiten. Bane weiß zum Beispiel jetzt nicht mehr, dass Bruce Wayne Batman ist. Mhm. Alfred, what do we know about TN1? The compound I found in Bane's lab. I'll start looking into it now, sir. Master Bruce, if you can't defeat Bane within 10 minutes, the TN1 he just... So, warte, bevor der jetzt hier weiter erzählt. Komm, wir machen den Baum hier erst fertig, komm. Auch wenn wir es nicht brauchen, ist egal. Injected will reach its full potency and he'll take you out in one hit. So, ja, wir machen wieder einen kleinen Cliffhanger. Wir sagen an dieser Stelle zu See you guys und schaltet wieder an, wenn es weitergeht mit Batman Arkham Origins. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.